So, Hallihallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Mazovica Polana. So, noch ist der Mist warm, das heißt, der dampft noch schön und ja, dann füllen wir mal eben hier den Düngerstreuer und fahren mal eine Runde, würde ich sagen, Mist streuen. Haben wir auch noch nicht gemacht, Gülle haben wir ja nicht mehr so viel und deswegen habe ich mir gedacht, ach, jetzt nimmst du hier einfach mal den Mist, ne? Der muss ja auch mal weg. Und guck mal, wie es sogar auch schön da in dem Hänger noch dampft. Ist natürlich sehr cool gelöst. So, der Helge ist wieder da. Na? Hatte ich ja in den letzten Videos schon mal gesagt. Er hatte angerufen, er hat geweint und so. Naja, gut, dann fang nochmal an. Er sagt, wenn ich ihm ein bisschen zuarbeite, dann wird er sein Bestes geben. Ja, das habe ich gemacht. Ich habe... ja, wahrscheinlich nicht genug zugearbeitet. Ich habe ihm nämlich hier so ein bisschen das Vorgewände gemacht. Ne? Und... ja, aber scheinbar nicht genug. Nee, und dass er hier nämlich die Feldgrenzen dann einfach besser erkennt. Weißt? Und wenn es nur das ist, ja mein Gott. Dann helfen wir ihm da natürlich. Dann machen wir hier nochmal eben zwei Streifen hin. Und dann kann der Helge hier schön weitermachen. Er hat sein Fronthaft... Kraftheber auch wieder nicht drauf. So, jetzt. Ja, wunderbar. Ja, denn wir müssen hier ordentlich Gas geben mit dem Ansehen. Ein Feld ist sogar schon erntereif. Wollen wir mal gucken, ob wir da nachher noch den Otto aktivieren. Der hat eigentlich Urlaub noch, aber ja, wenn das so ist, dann müssen wir da den Otto nochmal eben aktivieren. So. Gut, Helge. Und Abfahrt. Gut, kriegst hin. So, wir müssen hier weiter den Mist aufladen. Nicht, dass der noch kalt wird. Ich hätte mir mal noch ein größeres Gewicht besorgen können. Ich hab nicht gedacht, dass der Mist so schwer ist. So, wie viel haben wir drin? 75%, okay. Das ist übrigens die Mistgabel aus dem ZS-Team oder wie die heißen, die halt diese ganzen Gabeln da alle herstellen, ne? Boah, ich brauche echt ein größeres Gewicht, das geht nicht so. Das geht so nicht. Oh, voll ist er. Okay. Dann parken wir den Schlüter mal wieder hier. Und dann fahren wir mal los. Fahren wir mal misten. Noch dampft es. Also, nee, wir fangen erstmal oben an, denn da haben wir schon mit der Gülle angefangen. Dann ist uns die ja ausgegangen. Und deswegen fangen wir da jetzt erstmal mit dem Miststreuer an. Sonst vergesse ich das da oben. Ich vergesse das. Genau, hier war uns die Gülle ausgegangen. Würde ich sagen. Wassermarsch. Hat jetzt nicht die Arbeitsbreite, aber nach hinten hat er eine ordentliche Arbeitsbreite. Also er hat jetzt nicht die gewünschte Arbeitsbreite, sondern vielmehr die gewünschte Arbeitslänge, würde ich fast sagen. Achso, hier waren wir ja eh schon drauf. Aber hier hinten fehlt noch was. So, gut. Wunderbar. Drehen wir hier einmal um. Genau, das hier muss... ich habe mich immer gewundert, Mensch, warum hört der Helge hier auf zu grubbern, ne? Ja, das Feld ist schon gegrubbert. Das heißt, wir müssen das nur ansehen. Und auch dieses hier ist schon gegrubbert. Das heißt, wir müssen danach dann hier, ja, nur mit der Sämaschine drüber. Die Arbeitslänge ist natürlich sehr irritierend hier. Aber gut, wenn man sich darauf einstellt, dann macht das ja auch nichts.
Ja, und wie hat der Basti letztens geschrieben? Hat der Bauer kein Geld, sind die Felgen gelb. Ja, und wir haben ja auch kein Geld. Ist ja nun mal so. Aber wir arbeiten natürlich ganz stark darauf hin, ne? Und wer weiß, vielleicht haben wir ja bald ordentlich Geld. Wobei, vergessen wir das. Bis dahin habe ich wieder irgendwas anderes gekauft. Ja, aber ich musste ja auch reinvestieren hier in die Felder. Damit wir natürlich mehr Ernte rausholen und dann auch mehr Geld kriegen. Ist ja ganz logisch, ne? So, wir können das Ganze auch mal von innen machen hier. Machen wir mal ein Tempomat ein. Ich glaube, 16 km/h reichen aus. Ja, und ich habe hier auch wieder drin den Dirt Control Textur Skript irgendwas. Dass der Trecker halt ein bisschen mehr wackelt und dass das Pflügen dann auch mehr Spaß macht. Habt ihr mir als Tipp gegeben. Und ja, dem kann ich da nur zustimmen. Das wackelt ordentlich hier jetzt. Das finde ich natürlich sehr, sehr realitätstreu. Also das finde ich sehr geil. Ansonsten fährst du ja über eine flache Platte rüber mit deinem Trecker, auch wenn gepflügt ist oder so. Aber jetzt, voll geil. Echt voll geil. Nur wir sitzen hier ein bisschen weit hinten, finde ich. Oh, wenn sonst nichts ist. Kann man das nicht umstellen irgendwie? Nee, ne? Nee. Schade. Oh, jetzt habe ich doch den Miststreuer nicht ausgewählt. Aber ich glaube, so wird das was hier mit uns. Dann ist das Feld nämlich hier frisch gemistet. Ja, der Mist dampft immer noch. Heiß und fettig, würde ich sagen. Achtung, heiß und fettig, heiß und fettig. Wer will nochmal, wer hat noch nicht. Und hier eine neue Runde, frischer Mist aufs Feld. Jawoll, schön stinky, stinky machen hier. Da freut sich der Boden drüber. Frischer Mist aus eigener Produktion. So lieben wir das. Denn das kostet uns kein Geld. Ja, und vom Füllvolumen hier von dem Miststreuer passt es auch, finde ich. Ich hätte gedacht, wir sind hier nach, was weiß ich, 4 Bahnen schon leer. Aber dass es fürs ganze Feld reicht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber umso besser. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, die letzte Bahn, ne? Boah, und wir werden hier durchgeschüttelt und geschaukelt, ist das geil. So, wie sieht es hier aus? Wir gucken mal eben von außen. Ja, das sieht doch perfekt aus, oder? Ist doch wie gelernt hier. Ja, also das haben wir schon sauber hingekriegt jetzt. Na, hier den kleinen Streifen könnten wir noch mal kurz mitnehmen. Können wir ja eh da lang fahren. Gut, wunderbar. So, da ist der Helge. Oh, Helge ist fertig. Moment, das gucken wir uns jetzt erstmal an. Ich habe immer so einen kleinen bitteren Beigeschmack, wenn der Helge sagt, er ist fertig. Aber er hat gesagt, er will sich ändern. Er will sich bessern. Und, siehe da, Helge, das hast du gut gemacht. Helge, das hast du echt gut gemacht. Und weil du das so gut gemacht hast, lasse ich den hier eben stehen. Und dann tauschen wir mal. Was heißt tauschen? Helge kriegt erstmal gar nichts. Helge kriegt jetzt ein neues Feld zugewiesen. Ist ja auch schon mal was, oder? So, und wie gesagt, das... Oh, ich habe jetzt ein bisschen Licht an. Ey, das gibt's ja gar nicht. Und zwar in dem John Deere, als ich die Tür aufgemacht habe, dann geht automatisch diese Innenraumbeleuchtung an. Ist sehr geil, aber... Ja, mit Giants funktioniert das nicht so ganz, mit ihrer komischen Lichtphysik da. Mit ihrer Lichtengine.
Warum das immer noch so abstürzt, ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Also wenn selbst der i7 damit nicht fertig wird, ich keine Ahnung. Weil, ja, ich habe ja einen i7 und trotzdem, sobald hier Licht an ist, ist hier Feierabend. So, die kann ja laufen, wir müssen ja nur ausheben. Dann könnten wir eigentlich gleich mal den Otto anrufen. Der könnte nämlich schon mal das Feld da abernten in der Zeit. Beziehungsweise könnte damit dann auch schon mal anfangen. Denn wir haben ja keine Zeit, ne? Es ist und bleibt das Gleiche. Wir haben keine Zeit. Also der Johnny hat definitiv gelenkigere Räder. Boah, was für ein schweres Wort. Ja, der ist definitiv deutlich agiler. Der wendet und dreht und wie ein Teufel. Der hat so einen kleinen Wenderadius, das finde ich natürlich sehr geil. Aber er hat Leistung hier. Das darf man auch nicht vergessen. Gut, dann haben wir das hier nämlich gleich, sodass der Helge hier voll und ganz losstarten kann. Ich muss mal gucken, ob wir mit dem Pflug vielleicht hier das Gras wegkriegen in der Mitte. Dann würde ich gerne die Felder vielleicht sogar zusammenlegen. Das wäre ja auch mal was. Dann haben wir nämlich einen richtig schönes, großes Feld. Und ja, ansehen werde ich sowieso auf beiden Feldern das gleiche, da sie ja eh nebeneinander liegen. Und ansonsten wäre es ja Quatsch, wenn wir hier Weizen und da drüben Gerste machen. Und dann müssen wir ja ständig mit dem Abfahrer hin und her düsen. Erst Weizen auskippen, dann Gerste abladen, dann, ne, und so weiter und so weiter. So, wir machen nochmal das hier für ihn, den Streifen, damit er nicht hier gleich noch auf das Feld mit rauf fährt. Kommt zwar dasselbe rauf, aber das sieht ja auch ein bisschen doof aus, wenn er da jetzt irgendwie die Felder hin und her wechselt und von sich aus ansieht. Das wollen wir nicht. Ich will ihm ja hier, ich bin Chef, ich möchte ihm hier die Anweisung erteilen. Aber wenn wir schon mal hier sind, dann können wir hier auch gleich noch einen Streifen machen. Ja, und wenn das so weitergeht, können wir das Feld gleich selber machen. Ja, ich denke, das kriegt er jetzt hin hier. Soll sich mal nicht so anstellen. So, dann gebe ich ihm jetzt mal den Auftrag. So, viel Spaß, Junge. Sag Bescheid, wenn du fertig bist. So, und wir gehen hier mal weiter misten. Ne, das Licht da meine ich. Ich mach nochmal auf. Zack, geht hier das Licht an. Und es geht natürlich im... Oh. Das geht natürlich im ganzen Spiel an. Und ja. Können wir hier die Scheibe eigentlich aufmachen? Nee, ne? Wir gucken ja eh schon raus. Nee. Okay. Gut. Motor starten. Dann fahren wir hier unten aufs Feld. Hier sind ja noch zwei Felder. Dieses Feld und hier links das kleine. Jetzt kommen wir da natürlich nicht durch. Wir hatten hier eigentlich den Schlüter schon wieder so geparkt, hä? Das kann ja nur der Otto wieder gewesen sein. So, zum Glück haben wir Gummistiefel an. Ich musste gerade im Mist aussteigen. Das ist natürlich Mist, sozusagen, ne? Gut, und dann fangen wir mal hier an. Ich würde sagen, wir machen das jetzt hier mal von innen und gucken nachher mal, wie weit wir hier gekommen sind, was wir hier vergessen haben, was wir hier ausgelassen haben und so weiter. Aber ich bin da sehr zuversichtlich.
Ja, und hier der Johnny ist natürlich wirklich mega wendig. Auch wenn wir hier halb aus dem Fenster fallen. Ich weiß nicht, kann man das vielleicht irgendwie einstellen? In der Moddesk oder sowas, die Sitzposition, vielleicht weiß das jemand von euch, der möge mir das bitte in die Kommentare schreiben, wie man hier vielleicht die Sitzposition anpassen kann. Das wäre noch so ein kleines Gimmick, was ihn hier ja noch besser machen würde. Ansonsten gefällt er mir wirklich gut, alles schön animiert hier und so weiter, finde ich gut. Ja, und wir sind leider, sehe ich gerade, auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Wenn es dir gefallen hat, lass uns doch gerne einen Daumen da oder sogar ein Abo. Und wenn es dir nicht gefallen hat, schreib es uns bitte in die Kommentare, damit wir wissen, was wir hier gemeinsam verbessern können. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns doch in der nächsten Folge wieder hier auf der Mazowiecka Polana mitten in Polen. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss!